Die Schlacht am Weißen Berge im November 1620, die mit einer vernichtenden Niederlage der aufständischen Böhmen unter ihrem Anführer Graf Thurn endete, entschied über das weitere Schicksal Böhmens. Ihr selbstgewählter König, Friedrich V. von der Pfalz, musste aus Prag fliehen. Sieger war der Führer der katholischen Liga, der Bayernherzog Maximilian I. Der kaisertreue Oberst Albrecht Wallenstein wurde von Ferdinand II. Zum Militärgouvernator von Böhmen ernannt. So stand er am 11. November 1620 in der Umgebung des Bayernherzogs, als die geschlagenen böhmischen Rebellen zum Prager Hradschin hinaufzogen, um Abbitte zu leisten. Die Herren wollen sich unterwerfen? Wir wissen sehr wohl, wie sehr wir uns an der kaiserlichen Majestät versündigt haben. Und wir tragen auch bitteres Herzeleid daran. Etwas spät nach verlorener Schlacht. Wir bitten alleruntertänigst um Vergebung, euer Liebten. Nie mehr werden wir einen anderen Herrn kennen, außer Ihrer Majestät, den Kaiser Ferdinand. Und wir wollen ihn fortan in unverbrüchlicher Treue verehren. Möge euer Liebten die Gnade haben und uns bei ihrer Majestät ein nachsichtiger Fürsprecher sein. Wo ist Graf Thurn? Er ist nach Sachsen geflüchtet. Das bedauere ich. Er war das Haupt. Mag sein, dass er das Haupt war, aber euer Liebten, wir sind keine Kinder. Wir bekennen uns jeder zu seiner eigenen Schuld. Ich kann nicht voraussehen, wie die Majestät über Böhmen entscheiden wird. Aber ich glaube wohl, ich kann versprechen, dass mit den Herren nach Gerechtigkeit verfahren wird und dass man sie wohl wird bei ihrem Leben belassen. Wenn es nach meinem Herzen geht, wird das Gnadenbächlein über die Rebellen fließen. Und die Kosten des Feldzugs? Eure Majestät, Länder sind als Pfand in bayerischer Hand. Der Herr Schwager in München wird sich gnädig gedulden. Was meint die Finanzkammer, Graf Harrach? Der Herzog von Bayern hat ja die erste Kriegskostenrechnung schon vorgelegt. Und er versteht sich auf Sardieren, das ist ein Schrecken. 16.771.000 Gulden, 40 Kreuzer und 5/5 Heller, Majestät. Und dabei ist der Krieg noch gar nicht zu Ende. Ich möchte so gern gut sein und die Welt ist so schlecht. Dass man Geld eintreiben muss, steht außer Zweifel. Sehr viel Geld. Doch darüber hinaus sollte man gnädig sein, Majestät. Man soll nicht. Man darf's nicht einmal. Verzeiht, Majestät. Ihr seid Gouvernator. Ihr sollt sprechen. An den Besitzstand greifen darf man nur den, der gebeugt ist. Böhmens Adel ist nicht gebeugt? Nicht bis zum Boden. Der Ungehorsam schweigt jetzt, weil er muss. Aber heimlich lebt er. Was nicht mehr aufstehen soll, muss man brechen. Ihr wollt Todesurteile. Ich würde empfehlen, auch ein paar Katholiken dran zu geben. Damit die Evangelischen nicht sagen, es geschieht wegen des Glaubens. Es geschieht nicht wegen des Glaubens, es geschieht wegen der Rebellion. Majestät, selbst der Herzog von Bayern hat verlangt, Großmut zu zeigen. Und wie gerne will ich ihm folgen.
Obgleich er beschreibt, was er vor dem Publikum sage. Das sei nur wegen der Form. Und soll mich nicht beirren. War es nicht so? Aufs Wort, Majestät. Hat die Finanzkammer ihre Berechnung gemacht? Unsere Kammer meint, wenn man ordentlich durchgreift, mögen aus Böhmen wohl 30 bis 40 Millionen herauszuholen sein. Heilige Mutter, ich habe so reiche Diener und selbst keinen Heller im Sack. Diese satten böhmischen Herren möchten am Schlagfluss enden, wenn ich sie nicht zur Ader lass. Staatsverbrecher, Fürst. Man verhafte, wer schuldig ist. Fürst Liechtenstein möchte das milde Spiel, habt ihr es bemerkt? Er wird's nicht bekommen. Es bedarf einer starken Hand, Oberst, das unterworfene Land in der Qual des Gehorsams zu halten. Meine Hand ist danach. Halbböhmen wird den Besitzer wechseln. Wenn wir zusammenhalten, ist es eine unerhörte Gelegenheit. Der Herr Slavata. Da wären wir bald alle wieder zusammen. Wie damals beim Fenstersturz. Sie werfen uns den Kopf vor die Füße, darauf verwette ich meinen halben Besitz. Sie nehmen euch den ganzen, ohne dass ihr lang drum wetten müsst. Ich beneide meinen Bruder Ulrich, dass er gefallen ist nach der Schlacht am Weißen Berg. Wir sind Herren von Stand, wie Sie auch. Und wie war das mit meinem Bruder? Ist er etwa nicht vom Stande gewesen? Und haben wir daran gedacht, als wir ihn aus dem Fenster stürzten? Da war es im gerechten Zorn. Und Herr Wallenstein, Gubernator von Böhmen, wird er sich nicht dafür rächen, dass wir ihn enteignen ließen? Wir sind vielfach mit ihm verwandt und verschwägert. Nein, der Wallenstein wird uns nichts tun. Ich glaube, dass Sie uns nach einer gewissen Zeit, ehrenvoller Haft... Ehrenvoll? Sicher, es wird uns schwer in den Beutel gegriffen werden, aber mehr? Wo käme denn die Weltordnung hin? Wer ungesetzlichen Zusammenkünften beigewohnt, wer gegen den Kaiser und seine Räte herabsetzende Worte geäußert, am Aufstand irgendein Interesse gehabt hat, der möge unter Anklage gestellt werden und nach Maßgabe seiner Schuld soll er durch Entzug seines Vermögens und Besitztums bestraft werden. Ich bitte euch, eine solche Verfügung stülpt sämtliche Besitzverhältnisse in Böhmen um. Das ist unannehmbar! Ich bitte, ihr Herren, etwas Ruhe und Würde beim Geschäft. Nach diesem kaiserlichen Patent kann man buchstäblich jeder Mann unter Anklage stellen. Eben dies ist die Absicht, Herr Slavata. Jeden unter Anklage zu stellen? Jeden, den man will. Dessen Hab und Gut man will.
Man könnte in einigen Punkten an eine etwas mildere Auslegung des Patents denken. Machen wir uns nichts vor, Herr Liebten. Das kaiserliche Patent dient keinem anderen Zweck als dem, Enteignungen zu erlauben. Selbst wenn er nur zu einem Viertel enteignet wird, nach dem da, muss er trotzdem von seinem Land. Er wird entschädigt. Von wem? Wovon? Er wird entschädigt. Herr Bankier, der Witte? Oh ja, sein Land wird geschätzt. Und der Besitzer erhält für den ihm gnadenhalber überlassenen Teil, mag er nur die Hälfte, ein Drittel oder ein Viertel sein, was ihm geltlich zusteht. Ich will gar nicht erst fragen, wie gerecht oder ungerecht diese Schätzungen sind. Ich denke doch, solange ich Statthalter des Kaisers bin, gerecht. Gehen wir von der juristischen und finanziellen Lage aus. Die Niederschlagung des böhmischen Aufstands hat der kaiserlichen Finanzkasse gewaltige Kosten verursacht. Herr Bankier, bitte. Nach Berechnungen, die ich im Auftrage des Hauses Habsburg anstellen musste, belaufen sich allein die Zinsen für den vom Bayernherzog vorgeschossenen Sold auf 1.800.000 Gulden jährlich. Was ist die juristische Folgerung daraus? Wiedergutmachung des erlittenen Schadens. Das Gesetz des Siegers halten zu gnaden. Oh nein, Herr Slavata. Kodifiziertes Recht. Das bedeutet, dass man den böhmischen Adel von seinen Wurzeln schneidet. Ein landloser Mann, auch mit ein paar tausend Talern. Ist er noch ein Magnat? Ja? Der Götzentraum einer Adelsrepublik ist ausgeträumt. Ein für alle Mal, Böhmen gehört den Zuverlässigen. Und ich dachte, das wäre in eurem Sinne, Herr Slavata. Sie haben mich aus diesem Fenster geworfen. Aber Böhmen ist meine Heimat. Auch wenn Sie Renegaten und Mörder sind, Sie sind Fleisch von meinem Fleisch. Der Herr ist sehr empfindsam. Und ihr allzu geschickt, Herr Oberst. Als ich enteignet außer Landes musste, war es nicht sonderlich geschickt, das zu sein, was ich war. Kaisertreu! Wie ihr, Herr Slavata! Wollt ihr Rache? Ich nicht. Und es ist ja auch gar nicht Rache, was ihr wirklich wollt. Gouvernator. Gibt ihr mir Audienz? Ich fühle mich geehrt. Schaff den Hund weg. Ich mag keine Hunde. Der ganze Kontinent scheint hier vertreten. Je älter eine Kaufmannsfamilie, umso verzweigter ihre Geschäftsbeziehungen. Ihr stammt aus Holland? Aus Amsterdam, Euer Gnaden. Hierher nach Prag verschlug es mich erst, als Kaiser Matthias mich zu seinem Hofhandelsherrn machte. Als junger Mann habe ich in Padua die Kameralwissenschaften studiert. Aber vom Wesen des Geldes verstehe ich nicht viel. Einfalls, dass es gut ist, welches zu haben. Das ist der Kern vom meisten, Herr Gouvernator. Man kann also noch lernen bei euch. Ein bedeutender Schüler ist des Lehrers stolz. Freilich gibt es Möglichkeiten, für die Wiener Hofburg zusätzlich Geld zu beschaffen. Ja. Durch die Teuerung des Krieges ist der Wert des Geldes zwangsläufig vermindert worden. Vor 5 Jahren zahlte man noch für einen Pfund Brot einen halben Groschen, jetzt mehr als das Doppelte. Trotzdem, der Nennwert dieser Münzen entspricht noch einigermaßen ihrem Silberwert. Das Einfachste ist nun, das Geldvolumen zu erhöhen. Man lässt Münzen schlagen, deren Silberwert geringer ist als bisher. Also aus einer Mark Bergsilber nicht mehr 46 Gulden wie bisher, sondern 70, 90 oder gar 100. Das wäre Betrug. Das ist völlig legal. Das Recht, Geld zu prägen, steht ausschließlich dem Kaiser zu. Er ist Inhaber des Münzregals. Man muss nur dafür Sorge tragen, dass das alte, gute Geld nach und nach aus dem Umlauf gezogen wird. Aber um das verlängerte Geld zu prägen, braucht man auch Silber. Es lässt sich beschaffen, wenn man gute Beziehungen zu anderen europäischen Handelskontoren hat.
Wie der kaiserliche Hofhandelsherr, Hans de Witte. Im Handel ist es wie in der Kunst, Herr Gubernator. Das Wichtigste ist die Idee, der Entwurf. Mein Plan eines Münzkonsortiums fand Interesse an allerhöchster Stelle und wurde genehmigt. Wir, das heißt die Mitglieder des Konsortiums, mieten der Majestät die Münzhoheit ab. Gegen eine Pacht von 6 Millionen Gulden im Jahr. Das heißt also, dass man mit einem Gewinn rechnet, der 6 Millionen übersteigt? Erheblich übersteigt. Hier die vermutlichen Gewinnzahlen. Aber wenn das verlängerte Geld immer schlechter und schlechter wird, eines Tages muss die Währung zusammenbrechen. Ihr habt den Kasus genau erfasst. Ihre Majestät wird möglicherweise genötigt sein, die Münzhoheit in allerhöchster Hand zurückzunehmen und den Wert des Geldes durch eine Devaluation zu sanieren. Das Währungssystem durch eine Geldentwertung zu reformieren. Man prägt wieder gutes, vollgewichtiges Geld und das Verlängerte kommt außer Kraft. Man muss es gegen das Neue tauschen. Zu einem bloßen Bruchteil seines früheren Kurses. 1:6, 1:8, 1:10, je nach Verfall. Das Risiko, bei einer solchen Geldentwertung zu verlieren, ist sehr groß. Freilich, freilich. Und wenn man Land kauft, ich meine vorher, mit dem verlängerten Geld, Land behält seinen Wert jederzeit, keine Geldentwertung kann es bedrohen. Es könnte sogar im Wert noch steigen, denn die vielen Enteignungen drücken auf den Preis. Wenn unzählige Güter zum Verkauf stehen, will keiner mehr sehr viel dafür bezahlen. Sie wären, um wenig Geld zu haben. Ich sehe, der Herr Oberst versteht sehr gut. Hat der Herr Oberst nicht Lust, in unser Münzkonsortium einzutreten? Ein Gremium erlauchter Namen, Fürst Lichtenstein und Eggenberg, Graf Harrach. Lichtenstein? Ich bin nicht sonderlich flüssig. Ihr seid Gubernator. Beziehungen sind oft wichtiger als Geld. Und wenn ihr Land kaufen wollt, ich leihe euch gern zu einem kleinen Zins. Mein Gefühl trügt mich selten. Ihr habt Talent. Warum schmeichelt ihr mir? Man schmeichelt mit Worten, Herr Gubernator. Nicht mit einem kleinen Zins. Der Kaiser wird sie begnadigen. Ein paar von ihnen. Das glaube ich nicht. Herr, wenn das mit voller Härte mit der geschärften Schneide, ich verspreche es so euch. So geht es nicht gut. Eure Bedenken? Wir haben nur einen Henker. Die Prozedur wird sehr lang. Es ist unmöglich, ihnen dabei den Mund zu verbinden. Und wenn sie anfangen zu reden, ihr kennt doch das Prager Volk. Wir werden trommeln. Sollen Sie reden? Das Volk hört nichts davon. Und wenn es aufmuckt? Im Anblick des Jammers? So habe ich mein Regiment. Der Herr Präsident sorgt sich umsonst. Meine Soldaten werden mit jedermann fertig. Thank you.
Vater, ihr müsst mir raten. Ich kann nicht, Majestät. Ihr seid mein Beichtiger. Nicht der Majestät Mitregent. Ich schlafe schon dran. Ich kann sie nicht töten. So begnadigt sie. Und das Verbrechen gegen die Majestät? Dieser Krieg? Muss das nicht Sinn haben? So richtet sie hin. Ich bitte euch, Vater, die heiligen Lehren der Kirche schreiben hierin nichts vor. Schreiben nicht vor, dass man die Ketzer austilgen muss? Es war ein Staatsprozess, Majestät. Aber wenn ich daran denke, dass sie mich haben verjagen wollen, wie einen räudigen Hund. Im Urteil steht Andropak. Vor der Enthauptung. Man soll es erst nachher tun. Wenn sie tot sind. Bleibt friedlich. Nichts macht so fromm wie die Angst. Ja, sie trägt reiche Zinsen. Eure gute Arbeit bei der Exekution hat des Kaisers Herz erwärmt. Friedland und Reichenberg stehen zum Verkauf. Ich habe 150.000 geboten. Die kaiserliche Gnadensonne strahlt. Calvinische Pfarrer, jetzt trifft es auch die, landflüchtig zu werden. Und nach den Hirten kommt die Gemeinde. Mein Rat war immer, dass der Herr Schwager konvertiert. Nein, emigrieren ist mehr nach meinem Geschmack. Leider.
alles Unrecht. Habt ihr hier zugeschaut, wenn sie fortziehen müssen, von da, wo sie Kinder gewesen? Worin die Arbeit ihres Lebens steckt? Was ich nicht nehme, nimmt ein anderer. So war die Welt immer. Lebt wohl. Ich geleite euch noch bis zur Straße nach Breslau, wenn's recht ist. Um meinetwegen, Herr Schwager, inkommodiert euch nicht. Ich fuhr den Weg früher schon auf. Gott mit euch, Herr Schwager. Glaubt ihr denn noch an einen? Spanische, neapolitanische und friesische, sie kosten, was sie wollen, ich zahle es gern. Auch den schweren böhmischen Schlag will ich züchten als Zugpferde für die Geschütze. Der Unterschied zu den verkommenen kaiserlichen Ländereien ringsum ist frappant. Ihr seid ein großer Ökonom, Herr. Wer seine Länder nur merkt, die Milchvieh wird wenig Ertrag haben. Und gerade weil Ertrag das Einzige ist, woran ihm liegt. Ich höre mit Erstaunen, dass ihr die Frauenarbeit abschaffen wollt. Ich tat es schon. Erzwungene Arbeit bringt nichts, Herr Harrach. Ich ködere Sie mit gutem Lohn, so kommen wir beide auf unsere Rechnung. Vom Herbst 1622 an betrieb Wallenstein den Gütererwerb im größten Stil. Noch im gleichen Jahr hatte er insgesamt 57 Güter in seinen Besitz gebracht. Unter den großen Nutznießern der Enteignung war Wallenstein bei weitem der einfallsreichste und konstruktivste. Auch als Bauherr gingen seine Pläne ins Große. Jitschin in Nordböhmen, nunmehr Hauptwohnsitz, sollte ein zweites Prag werden, mit Residenz, Bischofssitz, Handelskontoren und Universität. Durch die Wolken schauen, mitten ins Räderwerk des Firmaments. Keine Scheu, mein Mathematikus soll euch das Horoskop stellen. Mit Vergnügen, wenn Pater Mark mir es erlaubt. Ich? Da es sich um den Himmel handelt. Wenn ich es wünsche. Ja, dann drücken selbst die Heiligen im Himmel ein Auge zu. Ihr seid ja ein heiliger Mark nicht. Nur im Dienste des Herrn. Tja. Soll man das Dessert überreichen? Wie? Ach, das Dessert? Ja, natürlich. Mein lieber Real Agni, so lange kennen. Wie lange ist das her? Seit dem Türkenfeldzug? 20 Jahre? Im Feldlager von Gran sind wir uns zum ersten Mal begegnet. Er als Fähnrich und ich als Krankenpfleger. 20 Jahre. Im Vertrauen, da ihr der Beichtvater des Grafen Harrach seid. Auch der seiner Tochter, Isabella. Ja. Wenn ich euch recht errate, so seid ihr auf einem guten Weg. Zu
Zum großen Herrn, der ihr jetzt seid, gehört eine Herrin. Besitz will einen Erben. Oh ja, aber sie ist fast eine Generation jünger als ich. Ist das ein Gesichtspunkt, Herr, bei einer adligen Heirat? Ja, das ist allerdings wahr. Vertrauen gegen Vertrauen. Es scheint, als hättet auch ihr in der Dame etwas geweckt. Zuneigung? Es möchte auch Liebe sein. Und ich habe das erweckt. Wollt ihr für mich sondieren? Beim Herrn von Harrach? Im Vertrauen, er bat gestern mich, dass ich bei euch sondieren soll. Sieh da. Ich danke euch, Magni. Würdet ihr dies dem Fräulein von Harrach als Präsent überreichen? Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, orent. Benedict Domine annulum hunc quem nos in tuo nomine benedicimus, ut que eum gestaverit fidelitatem integram suo sponso tines, in pace et voluntate tua permaneat, atque in mutua caritate semper viva. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Albrecht Wenzel Eusebius Wallenstein, willst du die hier gegenwärtige Braut zu deiner rechtmäßigen Gattin nehmen, nach dem Ritus der Heiligen Mutterkirche? Ja, ich will. Isabella von Harrach, willst du den hier gegenwärtigen Bräutigam zu deinem rechtmäßigen Gatten nehmen, nach dem Ritus der Heiligen Mutterkirche? Ja, ich will. Ich verbinde euch zur Ehe in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Meine hochgeborenen Freunde, werdet glücklich, eins mit dem anderen. Ihr, Graf Harrach, seid meinem Herzen jetzt dreifach nah. Wallenstein, ich habe ein Geschenk für euch. Ihr sollt von nun an erblicher Fürst von Friedland heißen, Herzog von Gottes Gnaden und, wie ich beten will, unter seinem allzeit treuen Schutz. Ihr habt einst meine Dankbarkeit erweckt, Friedland. Ich war es euch schuldig.
Diodemi conte di Caraffa, Nuntius seiner Heiligkeit des Papstes Gregor des 15. Juan Graf Onate, Botschafter seiner Apostolischen Majestät Philipps des 4. von Spanien. Wallensteins Erhebung in den Fürstenstand machte ihn zum Regenten seiner Familie, welche sich fortan Waldstein und Friedland nennen durfte. Zu den Privilegien eines Fürsten gehörte, verdiente Personen in den Adelsstand zu erheben, Richter und Notare zu ernennen, außerhalb der heiligen Ehegeborene zu legitimieren, Leibeigene freizusprechen und Lehen zu vergeben. Dazu kamen nützliche Privilegien im Materiellen. Das Bergwerksregal, das Marktrecht, die Lizenz, auf eigenem Gebiet Handel und Gewerbe zu betreiben oder treiben zu lassen. Franz Christoph Graf Kevenhüller. Steinweg, nicht wahr, Graf Colato? Vor 3 Jahren kam er als ein böhmischer Landedelmann. Und jetzt? Vielfach verschwägert mit dem Wiener Hof. Favorit des Kaisers. Wahre Tüchtigkeit bedarf keiner Protektion. Präsident des Hofkriegsrates. Euer Liebsten, mein lieber Colalto, was bedarf es zwischen uns vieler Worte? Dies, meine liebe Isabella, ist der Mann, der mir den Weg zu Ihrer Majestät gebahnt hat. Ich verdanke ihm viel. Ihre Exzellenz, der bayerische Gesandte Dr. Leuker. Mein erlauchter Herr, der Herzog von Bayern, lässt euer Liebten seine Glückwünsche zur Erhebung in den Fürstenstand darreichen. Danke. Überbringt seiner fürstlichen Gnaden meinem Vetter in Bayern meine dankbarsten Empfindungen. Und dass ich unseres gemeinsamen Kriegszugs in Böhmen immer eingedenk sein werde. Majestät mögen verzeihen, wenn ein lästiger Mahner aus dem Schatten tritt. Auch mein Herr hat sich Dankbarkeit erwirkt. Ich stehe zu meinem Wort. Daran ist kein Zweifel erlaubt, Majestät. Doch wann? Etwas Geduld, Herr! Die Mahnung nicht gerne gehört. Er höre schon gerne, dass er zahlen soll. Als dem Kaiser das Wasser bis zum Maul stand. Freilich, da war ihm manches recht. Er wurde versprochen und versprochen. Nun, wenn euer Liebten sich erinnern wollen, es musste ihm recht sein. Die Majestät hat viel von ihren Schulden zurückgezahlt. Einiges. Für den Rest will ich Land. Dem Kaiser muss es doch recht sein, wenn ich den Rebellen bis zur Ohnmacht reduziere. Ihn reduzieren, ja, aber ihn vernichten. Und die Oberpfalz ginge ja an, euer Liebten, zur Not, wenn nicht das andere wäre, die Belehnung mit der Kurwürde. Es gehört mit zum Vertrag. Zum Schriftlichen nicht. Er hat mir's geschworen. Euer Liebten werden wissen, weshalb das verschwiegen geschah. Deutlich, laut und deutlich geschah's. Hier. Hier, wo ihr steht, im Angesicht der seligsten Jungfrau, Bayern bekommt die pfälzische Kur. Die Majestät wird es halten. Sie sagt es mir. Aber ob ihr es annehmen sollt, das ist, was ich frage.
Es wäre gegen die Verfassung des Reiches. Sollen wir Bayern ewig auf der Lakaienbank hocken? Lakaienbank, ja! Hat man nicht schon einen böhmischen Bauern zwischen uns gesetzt? Diesen dubiosen Herzog Wallenstein? Soll der vielleicht mehr sein als ich? Zwischen einem Kurfürsten und seinem Gott steht einzig der Kaiser, sonst niemand. Das ist Wittelsbachs Platz. Nicht der des pfälzischen Friedrich, eines geächteten Ketzers. Ich habe ihn aus Prag vertrieben. Ich habe ihn aus seiner Pfalz vertrieben. Ich vertreibe ihn auch von der Kurfürstenbank. Das ist unser Platz, Leuker. Nach aller Gerechtigkeit. Ihr Platz. Der Königin, der Hohen, der Reinen. Patrona Bavarie. Mit der Nacht über Böhmen hatte der junge Friedrich von der Pfalz nicht nur die Wenzelskrone verloren, sondern auch sein Stammland, die Pfalz. Und die hochmögende Verwandtschaft versagte sich dem Winterkönig, wie er von nun an spöttisch hieß, denn er hatte nur einen Winter lang auf dem Prager Hradschin residiert. So nahm sich das Domizil in Den Haag, das die reichen Generalstaaten dem vertriebenen Königspaar gewährten, gegenüber der früheren königlichen Pracht bescheiden aus. Das Deputat der Generalstaaten ist noch nicht eingetroffen. Wir müssen sparen. An allem sparen. Seine Exzellenz Graf Thurm. Ich würde mir nicht die Freiheit nehmen, Eure Majestäten beim Mahl zu stören. Nehmt Platz. Wenn nicht Nachrichten von äußerster Wichtigkeit für Eure Majestät. Da ich seit 4 Jahren nur Hiobsbotschaften empfange, hätte diese auch Zeit bis nach dem Essen gehabt. Dies ist eine Glücksbotschaft. Vielleicht. Ihr macht mich neugierig. Nun. Der Bayernherzog hat sich euren pfälzischen Kurhut aufgesetzt. Und das nennt ihr eine Glücksbotschaft? Ja, denn diesmal sind sie zu weit gegangen. Jetzt sitzen sie im Unrecht. Da saßen sie stets. Und stets sehr warm und bequem. Fort mit der Melancholie. Wir haben eine Chance jetzt. Seit der fatalen Schlacht am Weißen Berge zum ersten Mal eine wirkliche, ja. Unsere protestantischen Brüder scherten sich herzlich wenig um unsere Not. Wenn ihre eigene kommt, werden sie fühlsamer sein. Die Königin hat es erkannt. Den Bayern zum Kurfürsten machen, das war der kaiserliche Griff nach der Hegemonie. Sie werden erwachen jetzt, unsere faulen, hasenherzigen evangelischen Brüder. Habsburg selbst weckt sie auf. Wir werden ein Übriges tun. Mein dänischer Oheim hat erst jüngst um unseren Besuch bitten lassen. Wir werden wieder reisen, Friedrich, nach Kopenhagen. Liebste, wir waren bei meinem Schwager in Brandenburg. Wir sind zu deinem Vater nach England gesegelt. Und mit welchem Erfolg? Niemand hat auch nur einen Finger für uns krumm gemacht. Und jetzt noch nach Dänemark. Wir werden reisen. Wir müssen doch sparen. Wovon die Reise bezahlen? Hier. Besorgt Geld dafür. Königliche Gnade.
Viel lieber Neffe, viel liebe Nichte, willkommen in Dänemark. Mein lieber Oheim, darf ich diese Rüstung für ein gutes Omen halten? Gepriesen sei der Tag, an dem mein königlicher Vetter dieses Prunkstück dorthin führen wird, wo es seinen vornehmsten Platz hat, auf das Feld der Ehre. Oh, der Vetter ist gierig nach Schlachten. Es geht schweres Unrecht wieder gut zu machen. Wollt ihr unsere Sache vortragen, Graf Thurm? Verzeiht, es gilt, Eure Majestät aus einer großen Gefahr zu befreien. Euer selbstloser Eifer gefällt mir, Graf. Das religiöse Gleichgewicht im deutschen Kurfürstenkollegium ist zerstört. 4 Katholische stehen jetzt gegen 2 Evangelische. Wenn aber die katholische Partei sich das Reich unterwirft und sich erst einmal festsetzt an den Küsten des Meeres, ist es um Dänemarks Unabhängigkeit geschehen. Man müsste also den Teil Norddeutschlands schützen, der an Dänemark grenzt, den niedersächsischen Kreis. Und es ist sehr erwünscht und könnte besser nicht sein. Das Oberstenamt des Kreises ist eben vakant. Nun? Da euer königliche Würden auch Herzog von Holstein ist und damit zu dem Kreis gehört, ist meine Hoffnung, euer königliche Würden bewirbt sich darum. Nein, Graf, das werde ich nicht, denn ich habe es schon getan. Gestern ging der Kurier hinaus. Somit bitte ich euer Liebten zu bedenken, dass es höchste Zeit ist, den Pragern eine Zitadelle zu schenken, um in Zeiten neuer kriegerischer Verwicklungen den Bürgern unserer vielgeplagten Stadt eine Zuflucht zu eröffnen. Eines kaiserlichen Statthalters dienstwilliger PP ausfertigen und gleich zur Unterschrift. Rapido! Ihr denkt, dass der Friede nicht hält? Wenn der Krieg wieder aufflammt, geht mir das schöne Friedland in nichts auf. Und über Nacht. Und nicht ich habe es in der Hand, dagegen etwas zu tun. Man hätte den Bayern nicht nachgeben dürfen. Man musste es. Dann musste man rüsten. Stattdessen rüstet man ab. Sehen Sie es denn wirklich nicht, dass dies gestohlene Kurhütel uns erst den Krieg gebiert? Den großen? Den europäischen? Desto besser, wenn es zur Entscheidung drängt. Ihr seid nicht der einzige, Herr Eidam, der die Dringlichkeit sieht. Wer noch? Der Minister Eggenberg, der Colalto sogar. Unser Einfluss ist nicht gering. Wir könnten einiges erreichen, aber rüsten kostet Geld. Viel Geld. Man muss ein konkretes Angebot machen. Und ihr seid der Einzige, der die Möglichkeit hat. Das sagt sich leicht. Uneins mit euch selber, ihr? Ich weiß nicht, ob ich soll. Ihr müsst. Will er eine Abendsuppe oder ein Nachtlager? Ich werde wohl beides nehmen. Der Herzog hat nach mir geschickt. Wir müssen noch die Position des Saturn errechnen. Milliarden von Sternen, Senno. Mehr als ein Leben Sekunden hat. Kennen wir alles, was auf uns einwirkt? Ihr wollt immer das sichere Spiel. Damals, als ihr Setin drangabt und euch zum Kaiser schlugt.
Ging es nicht gut? Und muss es allzeit auf dieselbe Art gehen? Der Herr Hofastronom. Endlich! Hofastronom? Doch nicht der Kepler. Doch. Dio mio. Willkommen. Ihr seid willkommen. Mir sehr willkommen. Euer Liebten. Maestro, il grande maestro. Ich schwimme in Seligkeit, dass es mir vergönnt ist, den großen Mann mit eigenen Augen zu sehen. Schon gut, schon gut. Ein Hausastrolog. Giovanni Battista Senno, trotz meiner Jugend nicht ganz unbekannt in den Annalen unserer Kunst, wenn ich das in aller Bescheidenheit anmerken darf. Ich kenne den Herrn nicht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gleich vorne dran, euer Liebten. Das Reisen kostet ziemlich Geld. Ihr könnt in meine Dienste treten. Dergleichen dachte ich. Wie hoch wird gezahlt? 2000 Gulden im Jahr. 2000, das ist nicht wenig. Es ist viel. Aber ich bin Protestant und ich werde es bleiben. Gescheiter Mann sagt's lieber gleich heutzutage. Verzeiht. Jana, das Abendmahl nimmt, kümmert mich nicht. Und was hätte ich zu tun? Antworten geben. Ihr habt ein Problem? Ich kann wieder ins Kriegswesen gehen. Und ich weiß nicht, ob ich soll. Und was verstehe ich davon? Verzeiht, euer Liebten, aber zum Aberglauben sind andere wohl geschickter, als ich es bin. Ihr habt die Astrologie oft betrieben. Kennt ihr das noch? Das war Broterwerb. Damals. 2000 sind ein fettes Brot. Zu gut bezahlt für sowas. Um Vergebung. Irdische Begebenheiten haben irdische Ursachen. Ob ihr ins Kriegswesen geht und dabei reüssiert, hängt davon ab, ob der Krieg selber reüssiert, nicht wahr? Oder vielleicht bald aufhört. Und was, wenn ich fragen darf, hat das mit eurer Geburt zu tun? Der Senno ist nicht so bedenklich. Nun seht ihr, da ihr ihn habt, wozu braucht ihr mich noch? Ihr seid der beste Mann. Ich will sicher sein. Immer sind so viele Wege. Immer hat man die Wahl. Ich will wissen, Kepler. Gründe will ich, die mir sagen, was ich soll. Und sucht sie in den Sternen, am nächtlichen Firmament. Die Gründe sind in den Sachen selbst, Herr. Und wer legt sie mir aus? Keiner. Und sicher, euer Liebten, geht nur, wer gar nicht geht. Ich habe viel von euch gehört seit damals. Und jetzt sitzt ihr vor mir. Man sieht viel, wenn man einem Mann ins Gesicht schaut. Das wisst ihr am besten. Mehr als durch ein Rohr. Und was seht ihr? Ihr steht im vollen Saft. Das Glück ist nicht beständig, nein. Und es hat sein Maß, aber das Eure ist noch lange nicht voll. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Gratias ago Domine Deo nostro pro hac occasione nostre communiones in hac hora. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Herr De Witte, wie viel Mann soll ich werben? 20.000 sind das Äußerste. Zu
20.000. Die kann ich nicht unterhalten. Die fressen mich auf. 50.000. Das ist ein Gebilde, das ich selbst erhält. Ich habe mir viele Gedanken gemacht. Das Übel ist, man wirbt und entlässt, entblößt sich und wirbt neu. Man bräuchte eine Armee per Semper. Heißt das auch in Friedenszeiten? Immerwährend. Ein ständiger Schutz durch eine ständige Drohung. Aber eine Armee lebt doch vom Krieg, von dem, was sie an Kontributionen eintreibt. Wer soll sie unterhalten, wenn nicht der Feind? Wir. Ich. Ihr. Das eigene Land. Weshalb den Soldaten dazu verurteilen, sich durch Raub und Plünderung zu unterhalten? Selbst im Krieg ist das entwürdigend und zu umständlich. Weshalb die Kosten nicht erheben wie eine Steuer? Von den Ständen, von den Städten, vom Reich insgesamt. Aber, euer Liebten, das wäre unerhört. Alles Neue ist unerhört. Eine völlige Revolution des Systems. Da es nichts taugt, muss man es nicht revolutionieren? Es wären ganz neue Gesetze nötig. Kaiserliche Erlasse, Vollmachten, exzessivster Art. Ja, die müssen heran. Ich mache das Geschäft nur, wenn man mich lässt, wie ich es will. Nach meinem eigenen Kopf. Es ist ein Unternehmen gefährlich genug, schwanger von Arbeit, und ich kann sie nicht allein tun. Ich brauche euch. Ich habe es errechnen lassen. Ein einziges Regiment zu Fuß kostet zwischen 42.000 und 49.000 im Monat. Viel Geld. Schwindelnd viel Geld. Ja. Und ihr müsst es beschaffen. Zu etwas anderem werdet ihr kaum Zeit finden. Ich will euch mit Haut und Haaren. Verzeiht. Valeretto! Quando ti direte finalmente l'edificio? Fra due settimane, se tutto va bene! Fra una settimana, capito? Ma questa è una costruzione italiana e anche molto difficile! Si procuri degli ordinari, dove vuole! Un po' rapido! Morgen reisen wir. Reisen wohin? Das künftige Heer braucht Ausrüstung. Meine Magazine besichtigen in Friedland. Euer Herzogtum ist ein kleines Königreich. Ja, ich sagte es euch. Es fehlt nichts, was man zum Krieg führen braucht. Sogar echten Parmesan machen wir selber. Nun, echten wohl kaum. Doch, doch. Statt des Käses habe ich mir aus Parma die Leute geholt, die ihn machen. Wozu gutes Geld für Einfuhren außer Landes geben? Besser, es bleibt dem Fürstentum selbst und kommt ihm zugute. Ein Grundsatz, den ich noch nirgend hörte, aber er leuchtet ein. Und die Produktion läuft gut? Recht gut, Herr. Dies ist nur eine von 8 Salpeterhütten. Ich komme noch mal so viel davon. Aber mehr gegen Weißwasser zu. Dort sind die Vorkommen besser. Das ja, euer Gnaden. Aber hier haben wir den Schwefel, um Pulver zu machen. Das spart viel Arbeit. Da hat er recht. Der Wirt gibt ihm einen Dukaten. Der Mann hat einen guten Kopf. Wir stellen nicht nur Geschützkugeln bei uns her, sondern auch Topfgranaten, Sturmhandgranaten mit eisernen Spitzen. Wenn sich der gnädige Herr da auskennt. Feuerwerkssäge, Gift- und Stankkugeln machen wir auch. Aha.
50.000 Paar Soldatenstiefel? Verzeiht, euer Gnaden, aber da werden die heute kaum langen in ganz Friedland. Nutzt eure Handelsbeziehungen, der Witte. Ich brauche Felle, so viele ihr bekommen könnt. Zu einem angemessenen Preis, versteht sich. Habt ihr genügend Arbeitsleute? Oh ja, euer Gnaden, der Lohn, ihr wisst. 10 Taler Vorschuss an jeden und Bier austeilen, unbeschränkt. Oh, danke schön, danke. Nun gut, die Produktion von Leder und von Tuch. Ich habe beides stark in die Höhe gebracht. Worüber man noch nachdenken muss, das sind die Bäckereien. Wir brauchen viel Zwieback. Brot, das verdirbt so rasch im Feld. Ich werde mit dem Unsinn aufräumen, dass der Soldat sich seine Uniform nach eigenem Gutdünken schneidern lässt. Eine Tuchjoppe mit Leinwand gefüttert, ein paar Tuchhosen und Tuchstrümpfe und das nur in 3 Größen. 40.000 Uniformen, wie viel Tuch braucht er dafür? 6 Ellen für jede Uniform. Das sind 240.000 Ellen oder 12.000 Stück Tuch. Kann man so viel überhaupt aufbringen? In Friedland? Habt ihr Schmerzen? Ach was! Wie steht's mit den Tuchmachern? Schlecht, euer Gnaden. Die protestantischen, und das waren die meisten davon, sind über die Grenze nach Sachsen. Die werden wiederkommen, ich zahle sie gut. Und ihre Konfession? Seid ihr nicht Calviner? Herr de Witte. Hochgeborener Fürst, mein Herz allerliebster Herr, sein mir gar Liebesbriefe habe ich mit höchsten Freuden empfangen. Unser Herr weiß doch, wie mir in der Welt nichts härter ankommt, als ihn so lange nicht zu sehen. Wollte Gott, ich wäre nur etliche Stunden bei ihm. Es ist mir wohl von Herzen leid, dass er an seinem Fuß wieder übel auf ist. Ich hoffe aber zu Gott, es werde bald wieder besser werden. Es ist für ihn wohl gar keine Zeit, krank zu sein. Unser Herr gebe ihm gute Gesundheit, wie ich's von Herzen wünsche. Ich aber bleibe mit ewiglicher Lieb und Treu bis ins Sterben verbunden. Ich versichere Ihnen meiner Treu auf ewig, Isabella. Im Laufe eines einzigen Jahres wurde die große europäische Koalition gegen Habsburg vollendet. Sollte es zu einer Übereinstimmung mit England kommen, dann rechnete König Christian IV. Von Dänemark zuversichtlich mit einer Beteiligung Brandenburgs und der niedersächsischen Stände. Insgesamt konnte ein Heer von 30.000 Mann gegen Habsburg ins Feld geführt werden. Mitte Juni 1625 überquerten Christians Truppen die Elbe und marschierten in Richtung Süden zur Weser, an die äußerste Grenze des niedersächsischen Kreises. Der europäische Krieg war nicht mehr aufzuhalten. General Graf Colalto, Präsident des Hofkriegsrats. Ja, ja, ich erwarte euch morgen. Herr Präsident, so viel ich weiß nicht,
zweimal dort gewesen, aber ich habe ihn nicht angetroffen. Hat sich etwas entschieden? Nichts. Die Räte saßen siebenmal zusammen. Die Majestät entschließt sich nicht. Der Friedland verlangt zu viel. Er verlangt? Sind all diese Privilegien nichts, die er will? Man kann kein Heer aufstellen ohne Vollmachten, Graf Colalto. Aber das oberste Kommando gleicht das. Schließlich, er hatte nur ein Regiment im Böhmischen Krieg. Es ist wahr. Nach Rang und Alter wärt ihr's, dem das Kommando zukommt. Ich oder ein anderer, euer Liebten. Aber jeder an seinem gebührenden Platz. Nein, ich will es nicht glauben, dass der Kaiser ungerecht ist. Es gibt nur ein Rezept für den Friedland, die Ratten in ihre Löcher zu scheuchen. Erfolg. Den wird er haben. Er hat ihn immer gehabt. Ihre Gnaden Fürst Eggenberg zu Ihrer kaiserlichen Majestät. Hoffentlich stimmte er nicht um. Zu fürchten, den Eggenberg auch nicht, aber ihn, den Friedland selbst. Am Ende kocht er mit Wasser wie alle. Der nicht. Ein gefährlicher Mensch. Doch er hat Genie. Alle Jagda ist. Ein Eilkurier nach Friedland. Was ist geschehen? Der Däne macht ernst. Er hat Osnabrück genommen. Der Herzog muss her. Na, endlich. Bedeckt euch, Friedland. Nicht vor dem Angesicht der Majestät. Ich bitte darum, Friedland. Nicht vor des römischen Reiches Kaiser. Ein klangvolles Wort. Und noch klangvoller wäre es mehr als nur Klang. Majestät kann jetzt werden, was Majestät sein soll. Der Christenheit wirkliches Oberhaupt. Ich könnte. Und ihr sollt, da ihr könnt. Träume, Friedland.
Träume? Träume entstehen in unseren Hirnen, Majestät. Wie die Wirklichkeit. 50.000 Degen. 50.000. Versammelt auf einem einzigen Feld. Und bald sind es 70.000. 80.000. Die Welt hat dergleichen nie gesehen. Und nicht Degen der Fürsten sind's. Des Kaisers Degen. Eure. Habsburgs zweiter Ferdinand. Der Regierer Europas. Des römischen Imperiums. Freier Monarch. Souverän und Herr. Meine Ermächtigung? Wird sie ausgefertigt? Ihr bekommt sie und gern. Denn man soll gern tun, was man tun muss. Die Erfahrung hat mich's gelehrt. Mein Titel? Generalleutnant. Nun gut. General. Es gibt keinen höheren, Friedland. Man wird einen schaffen. Welchen? Generalissimus? Seltsam, dass einer wie ihr am Titel hängt. Er bestimmt meine Stellung gegen die anderen. Und er wird keine leere Form sein. Macht mich fürchten. Ihr liebtet ihn einst. Ihr nicht? Ja, entwächst einem unter der Hand. Fertig deine Vollmachten aus. Alle? Und ganz wie er sie will? Ja. Verzeiht, aber wenn er die Geldkatzen überall schröpft, wie er es vorhat, wird es ein fürchterliches Wehgeschrei geben. Nicht über mich. Er wirbt. Auf eigene Kosten. Für euch? Für das Reich. Man soll den Akkord so abfassen, dass das auf eigene Kosten und Rechnung, das uns angeboten hat, deutlichst herauskommt. Gestohlen. Hat er wirklich gestohlen gesagt? Mit seinem gestohlenen Kurhüter. Gestohlen. Graf Tilly, da hört ihr's. Ein grober Klotz. Ärgert euch auch nur die Form. Nicht was er sagt. Hierüber steht mir kein Urteil zu, euer Lütten. Kräutersud und Trockenbrot zum Fasttag. Wie euer Gnaden es befohlen haben. Dieser böhmische Bauer. Aus dem Blut seiner Landsleute hat er seinen Garten gedüngt. Aus dem Armenstand zur Fürstenbank sich emporgekauft. Und es sieht nicht aus, als wäre er schon satt. So dumm wird der Kaiser nicht sein, ihn noch höher zu heben. Wenn er muss. Euer Liebling weiß, wie das geht. Ach was. Es ist mir verwünscht. Es geht gegen Kurbayern diesmal. Mehr als gegen den Kaiser zielt der Däne gegen uns. Ich sagte es voraus. Können wir wirklich nicht allein bestehen? Euer Lippen kennen die Armee so gut wie ich. Es fehlt da und dort. Das sagen die Generale immer. Und immer ist es wahr. Je nun, geglaubt wird es niemals, ich weiß. Mein Hilfsgesuch liegt schon seit Wochen in Wien. Die Majestät kann nicht helfen, kurfürstliche Durchlaucht. Außer eben durch den Friedland.
Wozu so viel Wesens um diesen Herrn Waldstein? Er ist kein gelernter Soldat. Eine Armee vorzustehen ist kein Spiel. Schon morgen wächst es ihm über den Kopf. Und er wird uns danken um unseren Rat. Ihr kennt ihn nicht. Und auch die Vollmacht nicht, die er hat. Was an Vollmachten wird er schon brauchen für 5.000 Mann? 50.000. 50.000? Verzeiht aber, was so ein frommer Kapuziner sich denkt. Mehr als 30.000 kann ein Einzelner überhaupt gar nicht disziplinieren. Äußerstenfalls. Ich bin lange genug Soldat. Ihr hasst den Magni. Hass übertreibt. Euer Liebling irrt. Keineswegs hasse ich ihn. Ich bewundere ihn. Ihr sagt, keiner kann's. Ich sage, er kann's. Und es ging schon von 80.000 das Wort. Nun ja, demnächst wird er über den Wassern wandeln. Verwünscht ist mir das. Einen zu brauchen wie den. Wann fängt er an zu werben? Er ist mittendrin. Bei dem geht alles rasch. Einer ohne Geduld. Mit 50.000. Da wäre er doppelt so stark wie wir. Na, was seht ihr da? Geld gibt es hier, Leute. Jawohl, gutes, hartes Geld. Da seht ihr selbst. Hartes Geld gibt es hier. Bargeld. Seht ihr das Konterfei? Der Kaiser. Der Kaiser? Nichts da, Leute. Der Kaiser ist zu arm dafür. Der Albrecht Eusebius Wallenstein hat es prägen lassen für euch. Der Herzog von Friedland. Unser Generalissimus. Ja, ja, da steht und gafft ihr, Bauernlümmel, die ihr seid. Oh ja, Bauernlümmel, habe ich gesagt, jawohl, denn noch seid ihr's, Leute. Freilich, so ihr gescheit seid nicht mehr für lang. Was der Herzog euch abkauft, das ist eure Bauernhaut. Und ihr wisst gut, was das heißt, sie verkaufen. Im Sommer gerbt und brennt sie die Sonne. Winters beißt sie der Frost. Täglich, ach, was sage ich, stündlich müsst ihr sie zum Markte tragen, eure Haut und Brüder. Denkt um welch miserablen Lohn. Nun, wir bezahlen sie besser. Die Armee braucht euch bei Kräften, deshalb päppelt sie euch. Ja, der Soldatenstand nährt seinen Mann. Besser als jeder andere. Die anderen schaffen es für ihn. Und der Soldat kommt und frisst es auf. Ja. Und jetzt zeige ich euch, was der Soldat an Rationen kriegt. 2 Pfund Fleisch pro Tag. Dann 2 Pfund Brot. Und 2 Krüge randvoll mit Bier, täglich. Und dann noch das Laufgeld für jeden, der sich bei uns einschreiben lässt. Und dazu gibt es einen vollen Wochensold extra. Gleich bar auf die Hand. Und nun herbei, herbei, schreibt euch ein. Kommt herauf, kommt, ihr winken Ruhm und Reichtum. Ja, komm, mein Sohn. Bei uns machst du dein Glück. Ja.
Güte und achtet auf euch.